Na gut, was haben wir gleich nochmal freigeschaltet? Haben wir eine neue Waffe freigeschaltet? Einen neuen Charakter? Nee, noch nicht, oder? Doch, warte mal. Irgendwas haben wir gerade... Oder? Nee. Gut. Dann nehmen wir jetzt wirklich jemanden, den wir noch nicht hatten. Hatten wir Midna schon? Ich glaube nicht. Wir haben auch mit dem jungen Link noch nie gespielt. Aber das ist immer... Nee, machen wir jetzt leider doch nicht. Wir nehmen jetzt doch wieder Link. Weil bei so Missionen, wo man nur einen Charakter wählen darf... Ich muss nochmal auf die Karte schauen. Weil ich gerade verwirrt bin. Ah ja, genau. Herzteile gibt es für irgendeinen Charakter, den wir nicht haben. Das heißt, es ist wurscht. Dann ist es wirklich egal. Dann nehme ich jetzt wirklich Link, weil dann können wir am schnellsten durchrushen. Also wenn Animal Crossing verfügbar wird, mache ich den Stream sofort an. Und wenn es am Morgen ist. Also Nintendo-Spiele sind eigentlich schon immer um Mitternacht verfügbar gewesen bis jetzt. Da gehe ich eigentlich bei Animal Crossing auch davon aus, der Cludo, dass das Punkt 0 Uhr online geht. Ich habe nämlich deswegen auch schon überlegt, ob ich den 24-Stunden-Stream direkt schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag starte. Aber das ist doof, weil ich versuche immer möglichst nach dem Aufstehen, also auszuschlafen, frühstücken und streamen quasi. Damit ich möglichst wenig wach bin, bevor ich zu streamen anfange. Den Fehler habe ich nämlich beim ersten 24-Stunden-Stream gemacht. Und dann waren halt, also nach dem 24-Stunden-Stream war ich halt irgendwie in Wirklichkeit schon 36 Stunden wach. Und das ist dann nochmal was anderes. Das ist noch quälender. Deswegen werde ich mich zurückhalten nachts. Deswegen werde ich Animal Crossing nicht zum Release spielen. Ich werde es mir verkneifen. Und erst schlafen, damit wir das dann wirklich im 24-Stunden-Stream starten können. Ich muss da auch immer so ein bisschen taktisch denken, wie ich am besten, am längsten wach bleibe und am schnellsten Zeit vergeht. Und so ein ganz neues Spiel zu haben, das man dann zum ersten Mal startet, ist super. Weil das ist einfach eine Zeitfräse in der Regel. Ich könnte mir halt bei Animal Crossing vorstellen, dass man da am ersten Tag vielleicht noch gar nicht so viel machen kann. Aber gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass man gerade am ersten Tag schon viel machen kann. Ich meine, es gibt nicht so eine richtige, jetzt kannst du nicht mehr weiterspielen, Wall in Animal Crossing. Aber irgendwann weiß man halt nicht mehr, was man noch tun soll. Und dann muss man eigentlich auf den nächsten Tag warten. Mal schauen, wie das bei dem neuen wird. Ah, wann hast du denn Geburtstag? Heute, oder? Als die DLCs für Hyrule Warriors damals launchten, kamen die am Release-Tag auch um 23.59 Uhr raus. Ja, das ist natürlich super. Nee, aber jetzt auf der Switch konnte ich eigentlich immer alle von Nintendo gepublishten Spiele wirklich um Mitternacht spielen. War bis jetzt noch bei jedem so. Das war ja früher wirklich furchtbar. Ich habe ja auch in Passau, ist ja auch nur meine Kinderstadt quasi, in der ich aufgewachsen bin, ist ja auch nur eine relativ kleine Stadt. Und da hat es teilweise halt einfach ein, zwei Tage nach Release gedauert, bis die Spiele überhaupt mal in den Läden waren. Geschweige denn, dass man die irgendwie, also da war ja, mit Download war das sowieso noch nichts. Also die hat man einfach nicht bekommen. Nirgends. Ich glaube, es war Metroid Prime. Metroid Prime oder Metroid Prime 2 musste ich wirklich 2 Tage drauf warten, bevor das in den Läden war. Aber in der ganzen Stadt. 2 Mal bin ich alle Läden abgelaufen. Alle. Bin sogar mit dem Bus zum Mediamarkt rausgefahren, weil der war nicht in Laufreichweite. Und es war nirgends. Ich weiß nicht, was da los war. Aber das war leider normal. 1 Tag zumindest. Verspätung. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren ziemlich gebessert. Da kriegt man in den meisten Läden jetzt die Spiele eigentlich immer schon am Abend vor Release. Wenn man so kurz vor Ladenschluss reingeht, stehen die meisten schon in den Regalen. Das ist eigentlich immer ein ziemlich guter Tipp. Da kriegt man sogar noch ein bisschen früher, als ob man es digital kaufen würde. Das hat eigentlich immer sehr zuverlässig funktioniert.
bei mir, wenn ich das gemacht habe. Und Smash Brothers für die Wii U habe ich sogar... ich glaube, einen Tag vorher bekommen. Einen ganzen Tag vorher quasi. Das war schon am Morgen des Vor-Release-Tags im Regal. Was ziemlich sicher nicht in Ordnung ist. Aber das war so in einem Laden, den ich jetzt auch gar nicht nennen will wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher, ob ich das sollte. Aber manchmal hat man eben Glück. Das lohnt sich bei so Einzelhändlern mal nachzuschauen. Weil manchmal nehmen die es nicht so genau. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob die einfach so sagen, das Spiel ist da, also räumen wir es ins Regal. Keine Ahnung. Hängt auch immer ganz stark vom Publisher ab. Scheinbar gibt es auch Publisher, die sagen, ist uns eigentlich wurscht. Verkauft es, wenn es da ist. Aber es gibt auch welche, die sagen, nee, exakt der Release-Tag. Was muss ich eigentlich machen? Erobere die Festungen und schwäche den Feind. Okay. Das schaffen wir. Epona ist schon ziemlich cool. Epona und der Kreisel sind sehr eigenartige oder eigenständige Waffen. Sehr anders als fast alle anderen Waffen im Spiel. Und die große Fee. Die werden wir vielleicht auch noch irgendwann freischalten. Die große Fee ist auch eine sehr, sehr spezielle Waffe. Ich meine, ja, es ist total komisch, dass ich Epona und die große Fee als Waffe bezeichne, aber in dem Spiel sind sie tatsächlich als Waffen charakterisiert, klassifiziert. Metroid Prime hattest du sogar vor dem GameCube, okay. Dann war es Metroid Prime 2 bei mir ziemlich sicher, von dem ich geredet habe. Aber trotzdem. Die Wii hatte ich eine Woche zu früh bekommen. Oh, das ist natürlich cool. Das ist natürlich extrem cool. Was, schau auf meine letzte Spende. Okay, vorletzte. Okay, warte mal, wenn die noch hier ist. Ach so, du meinst hier beim Durchscroll-Text, da 13. Nee, das kann nicht stimmen. Kann ich den, ups, nee, kann ich nicht. Ist das sein Geburtsdatum? Das dauert, bis das jetzt wieder kommt. Doch, der 13.3. Ach so, natürlich kann das sein. Also morgen dann. Okay, klar. Ich war gerade verwirrt. Passt schon. Hast du denn heute noch was vor? Feierst du rein quasi? Oh, oh, ich glaube, ich muss zu unserem Hauptquartier zurück, sehe ich gerade. Naja, es geht schon noch. Es wird aber gleich von irgendwelchen gelben Truppen angegriffen. Das ist immer cool, wenn man andere Charaktere in dem Spiel hat, wo man dann durchwechseln kann.
Ach komm, manchmal ist Kisten aufmachen echt nicht leicht, vor allem mit Epona. Da. Mächtige Gegner sind entsendet worden, hieß es vorher. Ich glaube, ich sehe einen. Dann muss ich mal. Den fange ich mal noch kurz ab, bevor ich hier was erobere. Hey du da! Warte auch mal kurz. Danke. Ich werde dein Gegner sein, sagt er. Na dann von mir aus. Habe ich nichts dagegen. Interessante Kameraperspektive. Bisschen artsy das Spiel manchmal. Ach so, okay, ich verstehe. Na gut. Ja, dann erobern wir die Festung mal. Das ist jetzt eigentlich ganz gut, weil die Gelben, die beinahe meine Basis gestürmt hätten, sind jetzt anscheinend mit den roten Truppen hier in Clinch geraten. Oben rechts in dieser Kammer kämpfen die jetzt gegeneinander. Und, ja, ist voll gut. Ich kann mich gemütlich raushalten und hier alles erobern so lang. Aber jetzt, da ich eh alles erobert habe aus das Hauptquartier, schaue ich mal schnell nach, wer eigentlich die Gelben sind. Vielleicht die Gorunen selber. Ja, den Vorposten erobern wir auch noch schnell. Epona, komm. Da. Ah, Hühner! Cool. Ich erober mal den Hühnerladen hier noch. Vielleicht gibt es dafür irgendeine coole Belohnung. Nö, haben wir nicht. Na gut, dann geben wir ins feindliche Hauptquartier. Das haben die jetzt davon. Ach, das ist schon schlimm, weil diese Map hier, die wir jetzt gerade spielen, ist ja quasi schon aus der Urfassung des Spiels, die Wii U-Version. Und die haben dann in späteren Versionen so gewisse Komfort-Features noch eingebaut, wie beispielsweise das Schnellreisen. Dass man über so Eulenstatuen mit der Ocarina über das Feld schnellreisen kann. Und das ist schon komfortabel. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, ist es echt schwer, hier auf den alten Maps wieder ohne Eulenstatuen zu spielen. Und wirklich die ganze Zeit von A nach B reiten zu müssen. Wie in der Steinzeit. Wie im finstersten Mittelalter hier. Moment mal, ich habe gar keine Feuerfee, oder? Ah doch, ich habe eine Feuerfee. Okay, cool. Ja dann. Dann komm her. Wo hat der jetzt gleich seinen Hammer her? Das ist die Frage. Aber wo hat Link immer sein ganzes Werkzeug versteckt? Vielleicht ist das im Zelda-Universum so. Vielleicht hat jeder so eine magische Inventartasche. Sogar komplett splitternackte Gorunen haben wir irgendwo. Wieso Kängurus wahrscheinlich? Ach, das Spiel hätte dringend einen Breath of the Wild DLC gebraucht. Hä, aber ich hoffe wirklich, also da würde ich mich echt freuen, wenn davon Nachfolger kommt. Weil das ist schon echt mein Lieblings-Warrior-Spiel. Und Nachfolger mit allem, was der Teil jetzt hat, plus ganz viel mehr, das wäre super. Das wäre mein neues Lieblings-Zeitfress-Spiel. In der Serie sieht man doch links magisches Handtäschchen. Das kann er gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, die Serie habe ich ausgeblendet. Ich glaube, ich habe die wirklich nie wirklich gesehen. Ich kann mich nur noch an Captain N erinnern. Und Captain N fand ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Ich weiß nicht, ob Captain N wirklich cool war. Aber ich habe ihn cool in Erinnerung. Ich mochte die Serie irgendwie. Wahrscheinlich war es furchtbar. Ziemlich sicher sogar. Aber ja. Positive Erinnerungen dran. Auch wenn die halt mit Simon und Mega Man irgendwie echt komische Sachen gemacht haben. Aber okay. Die Serie war sogar ziemlich unterhaltsam. Ja, habe ich auch so in Erinnerung. In Breath of the Wild hat der Shika-Stein alles materialisiert. Das stimmt, vielleicht ist das die gleiche Technologie.
Wobei der Shika-Stein ist ja wirklich Technologie und keine Magie, oder? Ich würde schon sagen. Vielleicht ist es magische Technologie. Magilokogi. Würde ich noch irgendwo mit einem Link am Start haben, schicke ich dir den mal zu der Serie. Ah, okay. Auch in Captain M sieht man das Handtäschchen von Link. Ach, wirklich? Ich weiß nur, dass es eine Folge gab, wo die irgendwie ins Link-Universum kommen. Aber ich kann mich nicht an nichts mehr erinnern. Ah ja, neue Ohrringe. Die Zora-Ohrringe. Für unsere Fee. Und Dekonüsse. Na dann. Spielen wir Horror Kid frei. Oder erst die neue Waffe für Zelda. Ah, hier brauchen wir einen Eispfeil. Ich glaube, wir haben noch nie einen Eispfeil bekommen. Können den deswegen auch nicht kaufen. Wo kriegen wir denn einen Eispfeil her? Da hinten im Eck. Oh, puh. Ach so, da drüben auch. Oh, aber das ist auch. Oh, puh. Vielleicht spielen wir doch erst Horror Kid frei. Was brauchen wir hier? Wahrscheinlich nur eine Bombe. Das finde ich besser. Da unten im Eck eine Bombe. Das kriegen wir hin. Dann spielen wir erst Horror Kid frei. Ah, hat gerade alle Captain N-Folgen. Cool. Hey, ich hätte so cool gefunden, wenn Captain N ein Charakter für Smash Brothers geworden wäre. Der fehlt, finde ich. Aber ist halt technisch gesehen kein Videospielcharakter. Aber gut. Trotzdem, der hätte das schon verdient. Ein Ultra Smash wäre dann einfach, dass er auf Pause drückt auf seinem Controller und dann... Was mache ich denn? Ich will doch nur hier was in die Luft sprengen. Ist denn das zu viel verlangt? Dankeschön. Captain fand ich auch toll, aber auch die Zelda-Serie fand ich nicht so schlecht, wie die öfter gemacht wird. Ich habe ehrlich wirklich keine Erinnerung. Ich hätte jetzt gesagt, die Zelda-Serie lief in Deutschland gar nicht, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich die geguckt hätte. Keine Ahnung. Ich habe da schon so Erinnerungen, aber die können auch aus YouTube-Clips stammen. Deswegen weiß ich es wirklich nicht mehr. Aber an Captain N kann ich mich gut erinnern. Das Schlimmste an Captain N war, dass der Charakter Kevin heißt. Ich fand halt damals schon die Darstellung von Simon Belmont echt komisch. Und auch, dass Mega Man grün ist und so eine komische Stimme hat, fand ich auch damals schon echt komisch. Aber trotzdem mochte ich das. Warum ist Mega Man eigentlich grün in dem Spiel? Ach, war das der Game Boy Mega Man oder so? Man weiß es nicht. Und auch Mother Brain. Und überhaupt, diese Auswahl, dass die Figuren als Protagonisten genommen haben. Mega Man und Simon Belmont. Und irgend so eine erfundene Prinzessin. Und dass Mother Brain und eine Aubergine die Bösen sind. What? Fand ich interessant. Es ist Zeit für einen Captain N Reboot auf Netflix. Höchste Zeit. Nintendo, gib mal deine Lizenz rüber. Und alle anderen. Ja auch. Damals Samstagmorgen auf KRTL. Gameboy war ein extra Charakter. Stimmt, den hatte ich schon ganz vergessen. Gameboy gab es ja als Figur. Eine weirde Serie. Wie war sein Titel? The Gaming Wizard, oder? Nee, war das der Gaming Wizard? Oder der Video Game Wizard? Den gab es auf jeden Fall auch, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Captain N war oder irgendwer anders.
war ein Film. Ja, warte mal, das war der Film mit dem geistig behinderten Jungen, der aber ein Gaming-Genie ist. Und dann nach Kalifornien geht und da das Super Mario Brothers Turnier gewinnt. Irgendwie sowas, ne? Das war das. Damals hat Nintendo schon noch viel mehr so multimediale Sachen gemacht. Aber ich glaube, dass die das jetzt wieder anfangen. Ich denke, dass die jetzt wieder mehr so Crossovers und Markendinger machen. Wie gesagt, ich habe schon erzählt, dass Miyamoto ja mal in einem Interview gesagt hat, dass er im Grunde Nintendo zu Disney machen will. Dass er Mario zu Mickey Mouse machen will. Und ich denke, sowas wie, dass es jetzt irgendwie Adidas-Schuhe im Mario-Design gibt, auch wenn ich die... Ich habe die noch nicht gesehen. Sind das dann so große, braune, klumpige Schuhe, so wie Mario sie anhat? Müsste so sein. Und Mario Lego und so Sachen. Ja, genau. Das dürften die ersten Schritte sein. Und natürlich der Nintendo-Vergnügungspark-Teil da. Nintendo Land. Ich glaube, dass da jetzt nach und nach viel passiert. Und vielleicht könnte man sogar dazu rechnen, dass die Mario-Lizenz mehr oder weniger an Ubisoft gegeben haben für die Rayman-Spiele, für die Rabbit-Spiele. Das passiert ja auch nicht gerade jeden Tag, dass jemand, der nicht Nintendo ist, ein Mario-Spiel machen darf. Aber ob das jetzt wirklich in diesen großen Marke-Ausbauplan dazugehört, das weiß ich jetzt nicht. Charaktere von Captain N wurden nach den Sprites aus den Spielen designt. Ja schon, aber warum war Mega Man dann grün? Ja genau, schreibt der Cluedo auf. Der Fernseher von dem war vielleicht wirklich falsch eingestellt, das kann schon sein. Hallo Jerry, wie geht's? Yeah! Unserem Häuptling geht's gut anscheinend. Katzcontainer, da freut er sich. Ich habe mich so erschrocken. Ich kann mich da noch genau an den Moment erinnern, als ich Ocarina of Time gespielt habe. Und ich bin diesen Berg hochgelaufen und dann rollt dieser Stein runter. Und ich weiche dem Stein aus und der Stein bleibt liegen. Und plötzlich steht der Stein auf und hat Beine und Hände. Und ich habe mich in dem Moment so gegruselt, im ersten Moment. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war so ein Oh-Gott-Moment. Und dann sah der ganz niedlich aus und war nett, aber... Das war wirklich... Da kann ich mich eben noch erinnern. Das hat mich mitgenommen. Das war jetzt ziemlich effektiv hier. Nicht schlecht. Das hat hier ganz schön aufgeräumt. Aber die hören überhaupt nicht mehr auf. Vor allem die Kleinen, die Minions. Da kommen immer mehr. Statt weniger. Und ist cool, ist gut für den Killcount. Aber schlecht fürs Karma. Die ganzen Leichen auf dem Gewissen. Aber das sind ja nur so magische Monsterkreaturen. Wer weiß, ob die überhaupt eine eigenständige Empfindung haben oder ob die nur Ganons Marionetten sind. Ich glaube, die haben sogar Kultur und sowas. Also ich glaube, die sind komplexe, empfindsame Wesen, die wir hier mit dem Hammer zerquetschen. Das ist nicht nett. Aber irgendjemand muss es tun. Mein schlimmster Kindheits-Ocarina-of-Time-Moment war... Scheiße, da kommen Skelette aus dem Boden. Ja, natürlich. Ich hatte so Angst vor den Nächten in Ocarina of Time. Ich bin immer so schnell, wie es geht, durch diese Steppe gelaufen, damit ich so schnell wie möglich von A nach B komme, weil ich hatte furchtbar Angst vor diesen Skeletten.
Und als ich das jetzt vor kurzem wieder mal gespielt habe, habe ich mir gedacht, warum hatte ich gleich nochmal Angst vor diesen Skeletten? Die tun quasi überhaupt nichts und sind irgendwie total duschig und sind so Kanonenfutter. Aber ich hatte furchtbar Angst davor. Aber zum Glück habe ich dann rausgefunden, dass man sich ganz gut vor Hyrule Castle, weil da musste man ja meistens warten, wenn die Zugbrücke oben war, einfach auf diese beiden Steinvorsprünge neben der Zugbrücke stellen konnte. Und dann war man in Sicherheit. Ich hatte immer noch Angst, weil die liefen da trotzdem unten rum und haben gruselige Geräusche gemacht. Aber es war schon besser. Und ich finde das immer noch so seltsam, dass ich all diese Erinnerungen habe über Sachen, die ich gruselig fand und die mich gegruselt haben bei Ocarina of Time, aber kaum Erinnerungen an diesen Brunnen in Kakariko, der eigentlich für die meisten so der total abgefuckte Scheiß war. Und ist er auch, wenn man es irgendwie heute so betrachtet. Aber damals war das für mich so, ja, cool. Cool, wie gruselig es hier ist. Aber das war nicht das, was mich fertig gemacht hat an dem Spiel. Fun Fact, in Ocarina of Time kann man die Hasenohrenmaske verwenden. Verhindern, dass die Skelette spawnen. Ah, ja, genau, stimmt. Aber ich glaube, das wusste ich damals noch nicht. Habe ich vielleicht verdrängt im Brunnen, das kann auch sein. Das war dann zu viel, da hat mein Gehirn einfach abgeschaltet. Also, nope, okay. Aber hey, das, also, wo wir gerade bei traumatischen Kindheitserlebnissen sind, das Schlimmste, was so medial ich in Erinnerung habe, war dieser Film. Ah, ich habe sogar mal rausgefunden, wie der heißt, aber ich habe den Namen leider schon wieder vergessen. Der lief einfach so mal Sonntagnachmittag im Fernsehen, weil es ja gezeichnet muss, also für Kinder sein. Das war ein Krimi mit Katzen. Und die Katzen schneiden sich da die Bäuche mit ihren Krallen auf und Gedärme platzen raus. Und es war super krass traumatisierend. Aber mein Gott, hat wahrscheinlich damals wirklich, da hat wahrscheinlich jemand so die ersten 10 Minuten geguckt. Ach, wahrscheinlich nur die ersten 2. Und hat gesagt, ja, ist halt ein Kinderfilm, packen wir ins Programm. Fertig. Irgendein französischer Film, ist glaube ich sogar ein recht kultiger Film. Ist halt ein Krimi. Ziemlich düsterer und erwachsener Krimi. Nur halt mit Katzen statt Menschen. Ey, ich glaube, wir gehen gleich Game Over, wenn ich nicht schnell in mein Hauptquartier komme. Das Hauptquartier droht zu fallen, deine Hilfe wird benötigt. Ich bin auf dem Weg, aber ich habe so kurze Stummelbeinchen. Ich habe nicht aufgepasst. Felidee heißt der. Felidee. Oh mein Gott. Crazy Shit. Das ist wirklich nichts für Kinder. Oh-oh. Ach, da sind auch viele angefressen, dass der es nicht wenigstens in Smash geschafft hat. Es gibt so viele Zelda-Charaktere, die ich gerne in Smash sehen würde. Eigentlich alle. Vor allem Impa in ihrer alten Version. In ihrer Oberversion. Das wäre der beste Charakter ever. Irgendwas hat mir gerade so viel Schaden gemacht, dass es mich ein bisschen beunruhigt hat. Schauen wir mal. Ah, ich habe nur gerade im Augenwinkel gesehen, der alte Mann am Hyrule-See. Ich kann mich genau erinnern. Der war auch sehr unheimlich. Ocarina of Time war schon ein sehr unheimliches Spiel auch, oder? Das habe nicht nur ich so in Erinnerung. Die Grafiken waren teilweise einfach wirklich freakish und so. Ich meine, schon kindgerecht gruselig, würde ich sagen, in den meisten Fällen. Aber schon nicht ohne, finde ich. Aber das ist auch einfach so ein bisschen gelernt. Ich finde zum Beispiel heute noch so diese Resident Evil 1, diese Silent Hill Grafik, diese PlayStation 1 Grafik im Horror-Setting, super gruselig. Nein, der bringt mich um. Oh, was für ein Arsch. Zum Glück haben wir diese Fee. Ich finde diesen Grafikstil einfach so gruselig. Einfach nur, weil das halt früher in meiner Kindheit gruselig war. Und
So geht es mir auch in Stop-Motion, witzigerweise. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie super duper unglaublich super horrormäßig finde, aber so Stop-Motion-Animationen finde ich immer noch mulmig. Da wird mir irgendwie, das ist so, und das ist wirklich, weil ich so in meiner Kindheit eben Jason und die Argonauten oder wie sie es geguckt habe und so Sachen halt, die Klassiker mit Stop-Motion-Monster, King Kong. Und das hat auch mich geprägt. Stop-Motion-Animation finde ich gruselig. Die spawnen auch nicht, wenn man auf den Straßen bleibt. Wirklich? Das wusste ich nicht. Cool. Die Idee, genau, ist krass. Also als Kind fand ich den echt gruselig. Erst mit 16 konnte ich den nochmal sehen. Ja, wie gesagt, der lief wirklich irgendwie Sonntagnachmittag im Kinderfernsehen mal so, weil whatever. Das ist echt krass, wenn man den Film kennt. Den will ich, will den gar nicht mehr sehen. Majora's Mask hat bei mir auch ewig gedauert, bis ich den zum ersten Mal durch hatte. Kam im Felsturmtempel vor dem Lichtpfeilboss nicht weiter. Ich glaube, am längsten hing ich in Majora's Mask in diesem Tempel, wo man die ganze Zeit so von unten nach oben drehen muss und wieder zurück. Habe aber an meinen ersten Playthrough nicht mehr so viel Erinnerungen, aber ich weiß noch, dass mir das nicht so gut gefallen hat. Ich fand irgendwie das schade, dass es nur 4 Dungeons und somit auch nur 4 Bosse gibt. Wobei ich diese Zeitreise-Idee cool fand. Okay, wir haben Horror-Kit. Dann schauen wir mal. Ah ja, genau, hier brauchen wir Eispfeile. Dann holen wir uns erst Tingles, würde ich sagen. So, hier brauchen wir wahrscheinlich wieder Krafthandschuhe oder Bomben. Krafthandschuhe sind's. Ich glaube, ich kaufe jetzt mal ein paar Items, von denen, die wir öfter brauchen. Ich kaufe nochmal einen Kompass oder 2, brauchen wir immer. Habe ich gleich mal 3 Bomben. Und eine Kerze. Ich hatte sogar noch eine Kerze. Und ein paar Kraftarmbänder. So.